Na, endlich. Meine Apparate sind wieder da, wo sie hingehören. Ich bin froh, dass wir sie wieder zurückbekommen haben. Ja. Wo wir gerade bei Apparaten sind, es gibt da etwas, das ich dir geben wollte. Die Farmarbeit kann ziemlich hart sein, stimmt's? Das hier könnte helfen. Oh, die super Handschuhe! Und hiermit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Story of Seasons Doraemon Friends of the Great Kingdom. Du kannst sie aufladen, um in einem größeren Bereich Saat auszusehen oder Dünger zu verteilen. Damit sollte alles viel schneller gehen, probier's mal aus. Kann ich damit auch mehr auf einmal ernten? Halt! Ist das schon alles? Was meinst du mit alles? Das ist doch nicht der einzige Apparat, den du zurückbekommen hast, oder? Verheimliche sie nicht vor mir, Kumpel. Lass mich mal sehen. Was? Na komm schon, sei nicht so knausrig. Du bist manchmal echt egoistisch, weißt du das? Wieso egoistisch? Ich will nur besser auf der Farm arbeiten. Na gut. Aber vorher möchte ich, dass du mir was bringst. Im Austausch dafür lasse ich dich meine Apparate benutzen. Warum musst du mir immer alles so schwer machen? Ach, das heißt wohl, dass du sie ne doch nicht brauchst. Was tut mir leid, ja, ich besorge dir aus, aber du brauchst, Mann. Okay, aber du lässt mich dann noch mehr deine Apparate benutzen, okay? Okay, zieh die Superhandschuhe an. Ja, ganz normal so, okay. Ja, was brauche ich jetzt dafür? Das wurde jetzt irgendwie nicht so wirklich geklärt. Ich habe Fragen. Ich habe da so ein paar Fragen, Doraemon. So, okay. Ja, genau. Wie es gerade. Nee, ihr konntet es nicht lesen, weil mein Mostkopf davor war. Deswegen zeige ich es einmal. Versuche noch was Glänzendes. Was? Käse vom Goldstandard. Ein uralter Fund. Was, was, was? Selbstverpflegung. Was? Ein kruder Fang. Was? Alpaka-Anfrage. Käfer fangen als Vorbild. Glückliche Sandmuscheln. Was ist denn hier bloß? Was war mit dem? Wir haben jetzt hier richtig viel gekriegt. Luana, sag doch auch mal was dazu. Ach, vielleicht sollte ich lieber im Büro arbeiten. Okay. So, jedenfalls, ich habe ganz fleißig Edelsteine gesucht. Guck mal, ich habe richtig viel. Ich habe, glaube ich, so gut wie keine Süßkartoffel mehr. Ich habe richtig viel mitgenommen. Ja, ein paar Diamanten habe ich. Ja, Smaragde, Rubine. Ich denke, ich habe hier ganz gut was gefunden. Auch viel davon, natürlich. So. Ich hoffe, damit können wir bald ein bisschen was aufbessern. Okay. Cool. Jo, was geht? Ich würde gerne mal mit Doraemon kurz sprechen. Kann ich jetzt hier endlich mal ein paar mehr Sachen bauen? Hi, guten Morgen. Herbst ist Erntezeit. Bauen wir viele Feldfrüchte an und verteilen sie in der Stadt. Große Samen? Nein. Wie geht's eigentlich meinen großen Samen? Guck mal. Wie sieht's denn hier aus? Auf jeden Fall düngen. Ding, ding, ding. Und gießen. Ja. Ja, sehr gut. Riesenmöhre wurde gegossen. Ja, heute geht's mal wieder ab ans Shopping. Die Sache ist halt nur die, wo ist schon wieder Doraemon? Ist der hier drin? Doraemon! Ach da! Hallo, Join! So, Doraemon, erzähl mal. Du bist ja früh auf. Das solltest du so beibehalten, wenn wir heimkehren. Warte mal, was habe ich denn hier? Ich habe doch ganz viel freigeschaltet. Der Mystier-Talisman. Hör dir zu, was Aiwo zu sagen hat. Doraemon, gib Doraemon eine silberne Perle. Und was soll ich denn in die silberne. Was denn bitte was? Anfragen. Was? Was gibt's hier? Geschenk für Sally? Was waren denn das alles jetzt hier für Sachen? Ich habe doch hier gerade ganz viele neue Sachen bekommen, irgendwie, aber ich weiß gar nicht, was. Also, Doraemon möchte eine silberne Perle? Okay, dann gucken wir mal, dass wir für Doraemon eine silberne Perle bekommen, I guess. Keine Ahnung. Ich dachte irgendwie, dass ich jetzt vielleicht endlich mal ein paar Geräte bauen kann oder sowas. Und Mist aber auch. Gut, eine silberne Perle. Ich denke mal, dafür sollten wir Silber benötigen. Eventuell, vielleicht. Mal gucken. Ich kümmere mich erstmal um die ganzen Pflanzen hier.
bevor ich da mich noch mit herumschlage. Zack. Möhrchen. Das elende Giese. Ich bin froh, wenn ich genug Nimbus wie Bussis zusammen habe. Ich brauche nochmal 20 mal so Schrott. Dann kann ich mir noch einen zweiten bauen, geben lassen. Wir gucken mal. So, ist jetzt hier mal das fertig? Immer noch nicht. Blüht ihr auch mal, ihr doofen Dahlien? Das ist ja furchtbar. Die lassen sich ganz schön Zeit. Unverschämt, wenn ihr mich fragt. Zack. Silberperle. Also ich denke mal Silber. Dann ab zur Muschel damit. Wir gucken mal. Kugel habe ich auch dabei. So. Aber bevor ich mich jetzt hier kopfüber dann das Abenteuer stürze, soll ich mich vielleicht auch noch um meine Tierchen kümmern. Hi. Abak. Abak. Seht mal, was habt ihr denn hier? So zweimal Futter. Na, das sieht ja ganz lecker aus. Wartet. Köderkugel hier. Zack. Und nochmal. Und Leckerchen. Für dich und für dich. Ich frage mich, was ich da... Ich habe da ganz viele Sachen bekommen. Das klang so, als ob ich jetzt irgendwie Wolle oder sowas herstellen kann. Wisst ihr? Versteht ihr, was ich meine? Aber irgendwie... Aber wie? Vielleicht muss ich doch jemand erstmal so ein Silberding geben oder so. Keine Ahnung. Wir finden das schon noch irgendwie raus. Vielleicht, eventuell ein bisschen. So. Wir müssen natürlich auch noch alle ein bisschen gefüttert werden. Ich habe jetzt hier ungern hungernde Tiere. So. So, okay. Habt ihr schon gebürstet? Nein. Nein, nein, nein. Der Feinsneasy. Hier auch noch mal ein bisschen. Aber meine Haare sind irgendwie gerade, die mögen mich nicht besonders. Seht ihr das? Die machen, was sie wollen. Blöde Haare. So. Damit haben wir jetzt schon mal das Wichtigste erledigt. Stimmt's, Loomis? Mit dir hoch bei der Arbeit ins Schützen kommen macht doch Spaß. Gibt's mit dir eigentlich noch einen Dünger oder sowas? Nö. Das sieht very disappointing aus, mein Freund. So, das habe ich jetzt hier alles bei mir. Na komm, egal. Los geht's. Ich nehme mal Silber mit und dann gehen wir zur Muschel und gucken mal, was passiert. Schauen wir mal. Ich denke mal, für eine silberne Perle brauchen wir vielleicht Silber. Ich weiß, es klingt sehr weit hergeholt, aber man kann es ja mal ausprobieren. Ach ja, nee. So. Ja. Irgendwas hätte ich auch mal nachkaufen. Ganz doll, dringend. Und Saatgut. Und überhaupt eigentlich irgendwie alles. Irgendwie alles. Ich sag's euch, das ist ein Trauerspiel. So. Okay. So, was sagt denn generell alles? Hier da oben könnte wieder was Besonderes sein. Okay, wir gehen erstmal jetzt hier wieder unter Wasser und schmeißen da einfach mal Silber in die Muschel und hoffen aufs Beste. Man kann es ja mal probieren, ne? Leute, ich hab auch keine Ahnung, was das wird. Ich hab auch keine Ahnung, war das hier oder war das drüben? Ich weiß gar nicht mal, wo ich hin muss. So eine verwirrte Frau bin ich. Und ihr lasst mich einfach so spielen, obwohl ich so verwirrt bin? Das ist ja ganz wunderbar. Das sieht euch ähnlich. So, hier muss ich hin, ne? Okay. Erstmal mich mit dem Laser beschießen. Piu, piu, piu. Hä? Achso, ja. Das ist eine äußerst wichtige Grafik. Why though? Los geht's, Nobby! Nobby, Nobita, der Nobbige Nobby! Ganz viele Fischis! Toll! Kann ich irgendwie auch was mitnehmen? Muscheln oder sowas? Nee, hä? Doch, da hinten ist eine Muschel, ne? Vielleicht können wir mit der was anfangen. Aber erstmal schmeiße ich hier Silber rein. Kann ich die wegräumen? Vielleicht sollte ich eine Perle machen. Ja. Silbererz.
Voila. Nehme meine Kugel an. Meine Köderkugel. Irgendwie will er nicht. Ja, ja. Ja. Junge. Ich muss da mal rein. Voila, voila, voila. Eine Sandmuschel. Das sieht ja ganz toll aus. Kann ich jetzt hier wieder einen Schatz raussuchen? Es ist wirklich dunkel. Okay, cool. Ich habe hier schon eine Köderkugel verwendet. Na gut. Dann war das hier das Abenteuer meines Lebens. Weiter geht's. Ich überlege gerade. Na, wir müssen auf jeden Fall noch ganz viel einkaufen. Shopping! Na, mal gucken. Vielleicht kriegen wir da unten nochmal irgendwann ein paar mehr Muscheln rein oder sowas. Wir gucken erstmal. Ich weiß auch nicht genau, was Doraemon vorhat. Ich will eigentlich am Ende einfach nur Käse machen oder noch besser Mehl. Mehl. Das wäre super. Gut. Ja gut, dann gehe ich jetzt hier mal ein bisschen was kaufen. Sally! Wie viel Geld habe ich eigentlich? 23.000. Das ist okay. Damit kann ich leben. So, ja, dann müssen wir uns einfach erstmal einiges uns wieder aneignen. An Hab und Gut. Komm her. Ja. Eins. Eine Heide, Libelle. Jo, Sneo. Okay. Sally. Ich möchte gerne ganz viel kaufen. Hi. Willkommen. Ich hätte gerne ein paar Mal edlen Dünger. Ja, so. Da, die brauchen 14 Tage, ne? Das wird wahnsinnig. Noch ein paar Nelken von mir aus. Süßkartoffeln. Und Möhrchen. Tu mal lieber die Möhrchen. Iss mal lieber die Möhrchen. Ich auf damit. ja, das müsste erstmal reichen, soweit. Oh. Dann sollte ich vielleicht nochmal zu Mary gehen. Mary, bist du da? Ja. Hi. Hallo, Poppy. Hallo, Mary. Ich möchte gerne mal endlich ein Huhn kaufen. Ja. Wir nennen es Mini-Poo. Passt das rein? Das passt sogar rein. Hoffentlich geht der Name. Mini. Wir können leider kein Leerzeichen nehmen, weil nur 8 Zeichen gehen und sind wir schon am Ende. Mini-Poo. Hoffentlich geht der Name. Na, Gott sei Dank. Der Name ist nicht zulässig? Wieso kann ich... Warum geht jeder zweite Name hier nicht? Was ist denn ein Mini-Poo nicht zulässig? Kann ich Mini-Pi nehmen? Mini-Pi wie Poo? Ja, Mini-Pi, weil Poo geht ja nicht. Das ist ein Mini-Pi, ist Mini-Poo. Was soll denn das? Ja, die sind hier sehr strikt. Teilweise, ich weiß gar nicht, warum? Ja, die können doch ruhig mal ein bisschen liberaler sein hier. Was soll denn das? Ich will kleine Mini-Poo haben. Was mache ich denn hier vermisst? Warte mal, was habe ich denn? Habe ich denn jetzt überhaupt... Warte mal. Ich bin so verwirrt. Das geht, ah, okay. Ich habe quasi die Handschuhe immer ausgerüstet, automatisch. Das ist sehr gut. Guck mal, wie viel Zeit man da doch spart. Das ist unfassbar. Oh, das habe ich... Entschuldigung. Es ist unfassbar. Ich versuche immer, das schon wieder zu vermeiden, aber manchmal bin ich irgendwie doch in meinem Groove. I'm sorry. Der königliche Groove. Stör nicht den Groove. Okay. YouTube ist erst ab 14 oder so. Aber ich nicht die Hacke. Oh, Mist. Ich habe die Hacke zwar aufgebessert, aber das macht nur, dass sie weniger Energie kostet, aber kein größeres Feld abdeckt. Oh, Mist. Na gut. Bist du jetzt, Nobby? Bist du jetzt halbwegs? Ist eigentlich Nobby als Name erlaubt? Das ist doch bestimmt auch super illegal, Nobby zu heißen, einfach so. Entschuldigung, ich bin frustriert, dass ich Mini-Poo nicht nehmen darf. Dann geht bestimmt auch eine Tiny-Poo. Ja, Tiny-Poo war super.
Ich mochte Tiny Pooh. Schau, ich habe sehr viele Puh-Wachteln, die irgendwas mit Puh haben. So. Ja, Nobby, ich weiß, du bist müde, aber du weißt doch, ne? Hier, ohne Fleiß kein Preis. Wir müssen hier... Wir sind hier die Macher. Muss dringend. Okay, wir haben noch einen halben Monat und dann ab Winter arbeite ich mit dem Nimbus. Mini-Nimbus. Da bewässert dann alles schön. So. Und hier noch. Oh, Nobby, du musst durchhalten. Sei nicht so ein Weichei. Oh, Nobby, es tut mir leid. Ich quäle ihn ja so, aber immerhin verbraucht jetzt die Hacke weniger Energie und ich kann jetzt mehr mit einmal aussehen. Das ist ja auch schon mal so ein bisschen Quality of Life Update. So, okay. Jetzt gießen wir das. Jetzt lassen wir den armen Jungen schlafen. Das sieht schon so fertig aus. Oh mein Gott. So, okay. Ja, wir können ja noch mal ein paar Mal mit Leuten quatschen. Das ist Beispiel im Feenbrunnen. Wir reden mal, wir sagten die Uhrzeit. Wir gehen mal zu, ich will mal sagen, Eve. warte mal, da ist doch noch hier. Wo bist du? Wo ist er? Warum ist das hier so ein großes Gebiet? Hallo? Ich würde gerne mit Ivy reden. Er ist einfach nicht da, ne? Hä, ist er immer noch hier? Er ist an... Also die Legende besagt, dass er sich hier aufhört, aber ich sehe ihn nicht. Boah, das ist ja hier wie so ein Suchbild. Ivy, wo bist du? Na, ist nicht hier. Ist er immer noch hier? Nee, es ist auch woanders. Es ist ja da oben am Mixmax-Bach. Ich werde deppert hier. Ivy. Guck mal, jetzt hier aber da finden. Der versteckt sich für uns. Der spielt mit uns. Also, angeblich ist er hier. Aber aus Neo soll angeblich hier sein. Aber ich weiß nicht, wo. Ist immer noch hier? Ja. Hä? Ach man, ich will doch nur mit dir reden. Oh Mann, warum macht mir das Spiel eigentlich schon mal alles so schwer manchmal? Ach, da ist er. Er guckt sich hier Sachen an. Hi. Das Gespräch über das Allheilmittel hat mich an etwas erinnert. Willst du hören, was? Klar, leg los. Also, worüber wolltest du sprechen? Als ich auf Reisen ging, gab meine Mutter mir das als Talisman. Okay. Verstehe ich nicht. Was ist das? Das Blütenblatt ist wirklich hübsch. Meine Mutter hatte es von ihrer Mutter und sie wiederum von ihrer. Es wird in meiner Familie seit Generationen vererbt. Wow, unglaublich. Die Blüte sieht aber gar nicht so alt aus. Meine Mutter dachte, sie würde mit Hilfe antiker Wissenschaft hergestellt. Antik? Ist das Ding wirklich so alt? Ja, und ich habe mich gefragt, ob das die Blüte von der Allheilblume ist. Du machst Witze. Ist nur so ein Gedanke, aber sie sieht der Allheilpflanze sehr ähnlich. Ich frage mich, ob es einen Weg gibt, das herauszufinden. Hätten wir mehr von ihnen, könnten wir ihre Art sicher bestimmen. Leider haben wir nur die. Wir brauchen Sonderausrüstung, um sie zu untersuchen. Eine Analysemaschine? Ob wir jemanden kennen, der dabei helfen könnte? Ah, und wenn es wirklich die Allheilblume ist, hilft uns das auch nicht weiter. Wir haben nur ein Blütenblatt, nicht die ganze Blume. Das ist aber kein großes Problem. Wirklich? Zuerst müssen wir nur wissen, was das ist. Kann ich sie kurz haben? Nur zu. Danke, bis später. Nehmen wir wieder diese lustige Lupe, oder was passiert jetzt hier? Lupenpower. Oh, hat er was einfach zu sagen? Okay, cool. Ja, eigentlich wollte ich jetzt. Jetzt ist meine Tür weg. Meine Tür ist einfach weg. Was sagst du denn, Piep? Hallo, Nobita, brauchst du Hilfe? Nein, alles gut. Rhodey sagt, meine Gesundheit sei ausgezeichnet, aber was heißt das bei einem Roboter? Gute Frage. Oh.
Hi, Belle. Hey, was brauchst du? Nix, nix. Ist okay. Ja, ich wurde jetzt hier einfach mal weggeschleudert. Ich wollte eigentlich noch hier ein bisschen was am Feenbrunnen reißen. Wo ist denn jetzt hier die Tür? Wo ist denn da oben? Oh mein Gott. Steht eine Tür mitten im Wald. Das sieht schon merkwürdig aus, aber ist okay. So, ihr Süßen. Oh, da ist jemand wütend. Oh, Mucka. Wir haben uns ein bisschen mit Mucka angefreundet. Das ist schön. Oh, mit Kibi auch. Mit Nico sind wir bereits besser befreundet. Wata hat immer ein bisschen Angst. Wo ist denn hier der Grüne, der immer schläft? Wo ist der denn? Ich sehe ihn nicht. Weil er wahrscheinlich irgendwo liegt und schläft. Da oben. Oder? Ist er das? Ja. Oh, jo. Oh, ganz weiter pennen, my friend. Du, was du nicht lassen kannst. So, okay, dann sind wir jetzt hier soweit auch erstmal durch, denke ich. Gut, dann gehen wir mal zurück zur Peachy Farm. Da, ich frage mich... Nee, geht nicht. Hätte sein können, dass ich mich auch direkt unter Wasser teleportieren kann. Das wäre cool. Das wäre wirklich cool. Na gut. Dann guten Appetit euch. Ich gehe mal pennen. Nobita ist schon ganz schön nobitig müde. Oyasumi. Geht's weiter? Einen guten Appetit, ihr Süßen. Ihr Süßis. Du, 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 neuer Tag, neues Glück. Doraemon. Fast hätte ich einen goldenen Fisch gefangen. Vor Schock ist er mir entwischt. Das ist ja ganz toll, Doraemon. Ganz toll. Hallo, Aiwo. Warum habe ich Ivy gesagt vor uns? Ich meine Ivo. Im Folgenden halte ich meine Beobachtungen und Hypothesen fest. Mach das mal. Sprich mit jemandem, der das Blütenblatt analysieren kann. Ganz toll. Ja. Ich weiß immer noch nicht, wie ich mein Mehl machen kann. Passiert irgendwas? Meistens hängt es immer, wenn irgendwas Tolles passiert. Wir gucken mal. Lobita, glaubst du, dass dir der Erfinder was nützt? Der Erfinder? Ja, ich habe ihn von Königin Lucinda zurückbekommen. Sag ihm, was du bauen willst und er stellt dir einen Bauplan dafür. Oh? Aber nur den Bauplan? Er baut nicht wirklich etwas? Richtig. Aber ich kann keine Maschinen bauen. Was soll ich mit dem Bauplan? Stimmt, vielleicht ist es für die Farmarbeit doch nicht so nützlich. Vielleicht können wir jetzt endlich eine Mühle bauen. Hallo, Lobita, Doraemon. Ja. Lumis, du wirkst aufgeregt. Ist alles in Ordnung? Nun, die Sache ist die. Und das bringt uns auf den Punkt. Aha, das ist bedauerlich. Ah, aber ich habe eine Idee. Kann ich mir deinen Apparat ausleihen? Du willst ihn ausleihen? Ja. Ich bastle gerne an Maschinen herum und kann auch Baupläne lesen. Vielleicht kann ich ihn ja gebrauchen, wenn es dir nichts ausmacht. Das ist die Idee. Du bist da viel, viel besser geeignet als ich. Das macht dir doch wohl nichts aus, oder Doraemon? Kann Lumis ihn leihen? Klar. Toll. Ich habe auch was im Kopf, das ich gerne bauen werde. Oh, was denn? Etwas, das deine, was das eine Pflanze in eine andere Zutat verwandelt, zum Beispiel. Etwas, das Pflanzen direkt in Saatgut verwandelt, wäre auch nützlich. Ach, deine Ideen sind erstaunlich, Lumis. Ja, da wird mit der Apparat bestimmt eine große Hilfe sein. Sag Bescheid, was ich basteln soll und bring mir die Rohstoffe dafür. Das mache ich. Vielen Dank, Lumis. Ich glaube, wir haben es. Eine Saatgutmaschine wäre echt super. Das wäre gut. Das wäre Saatgut. Ich glaube, wir haben es endlich. Wir haben es endlich, Leute. Was ist über Freunde schon wieder? Was ist schon wieder Doraemon? Ja, Doraemon, du kriegst eine silberne Perle noch. So, Lumis, my love. Always. Macher bauen. Ich würde gerne einen Macher, einen Seemer oder eine Mühle. Ich nehme die Mühle. Ich möchte gerne beides eigentlich.
Das hat aber lange gedauert, bis ich das hatte. Ja. Oh, die Mühle ist fertig. Ich stelle sie hier auf. Wow, danke. Wie benutze ich sie? Mit der Mühle stellst du Hühnerfutter und Mehl her. Gib einfach Mais oder Weizen hinein. Oh, das klingt einfach. Mais ist für Hühnerfutter und Weizen für Mehl. Hochwertiger Weizen ergibt auch besseres Mehl. Hühnerfutter wird gleich gut, egal welche Qualität der Mais hat. Okay. Zum Mahlen. Damit kannst du Mehl oder Hühnerfutter herstellen. Kann in der Schmiede hergestellt oder auf der Farm platziert werden. Ja, geschmiedet, was? Wird auf der Farm platziert. Die Qualität des Mehls hängt von der verwendeten Weizen ab. Die Qualität wurde mir gerade erklärt. Okay. Unten nochmal eine Saatgutmaschine. Dann kann ich jetzt besseres, logischerweise, Saatgut züchten eventuell. Das wäre gut. Das wäre Saatgut. Wo ist denn Lumis? Lumis, warte auf mich, my love! Er ist weg. Lumis! I need you! Hey! Ich möchte gerne einen Macher bauen. Wir machen mal den Sämer. Oh yes. Hoffentlich kriege ich auch mehr als einmal Saat immer pro Pflanze raus, damit ich das auch richtig vervielfältigen kann, weil wenn ich immer nur eine Möhre besser hinkriege, ist das doch sehr mühsam. Der Sämer ist fertig. Ich stelle ihn hier auf. Danke! Wie funktioniert das? Er dient dem Herstellen von Samen. Gib Ernte hinein und er macht Samen draus. Und er kann auch Obstbaumsetzlinge aus Obst machen. Hochwertigeres Obst ergibt bessere Setzlinge. Eine Pflanze erzeugt 3 Samen. Sehr gut. Das ist sehr gut. Nicht einer. 2 wäre auch noch okay gewesen, aber 3 ist super. Er ist also nützlich, um viele hochwertige Feldfrüchte anzubauen. Wow! Tu nichts hinein, was du im Wald oder in den Bergen gesammelt hast. Du wirst es schon lernen. Verstanden? Oh, endlich. Leute, wir können endlich besseres Saatgut züchten. Bam. Jetzt bringt der Dünger auch was. Ich weiß gar nicht, warum ich vorher den Dünger hatte. Weil... Hä? So, hä? Weil ich konnte ja eh nicht richtig züchten. Das war ein bisschen weird. Aber jetzt bringt der Dünger auch aktiv was. Yoshi, Yoshi, ne? Yoshi, du siehst heute ganz toll aus. Dann würde ich sogar vorschlagen, ja, dass wir dann Flash ab Winter dann anfangen, richtig krass zu werden. Ich mache euch krass. Jo, ich freue mich. Jetzt geht's hier richtig an. Dann werde ich jetzt mal gucken, wie das funktioniert, ne? Ich nehme mal direkt ein bisschen Weizen. Vielleicht, ich weiß nicht, ob da irgendwie erstmal durchrödelt oder ob ich das Zeug direkt rein... Hatte doch jemand. Also ob da durchrödelt oder ob ich das Zeug einfach reinschmeißen kann oder... Wir gucken mal. Ich schmeiß das mal hier mal wieder rein. So, wo ist denn hier mein... Okay, hier ist einmal Weizen, aber ich habe noch mehr Weizen, oder? Da, 27 Stück. Das sieht doch schon mal vielversprechend aus. Da könnte ich 27 mal Mehl draus machen und daraus wiederum könnte ich 27 mal irgendein Gericht machen. Das wäre doch superb. Guck mal, nee, das ist falsch. Das ist jetzt richtig, ne? Ja. Lege Weizen ein und halte ein Mehl. Wie funktioniert das jetzt? Dauert das eine Weile? Wir gucken mal. Ich habe jetzt 27 mal Mehl. Oh mein Gott, geht das einfach. Und jetzt können wir bestimmt ganz viele tolle neue Sachen kochen, backen, herstellen, in der Küche machen. Was soll ich tun? Nach Rezept. Wir gucken mal. Wir können jetzt Kekse machen, Leute. Kekse. Die Zukunft ist jetzt. Kekse. Mario könnte theoretisch auch schon machen. Wir gucken mal. Ananas habe ich nicht dafür. Für Sommersalat. Süßkartoffelbrei. Das wird jetzt auch schon gehen. Ich brauche noch ein paar mehr. Ich befürchte, wir brauchen noch ein paar mehr Kühe wegen Butter. Pudding. Oh, wir können gekriegten Stint bald machen. Wir brauchen nur noch ein bisschen. Naja, Käse. Brokkoli. Kohl. Brot. Wir können Brot machen. Wo kriege ich eigentlich Gewürze her? Kann man die irgendwann auch kaufen? Wo kriegt man diese Gewürze her? Walnussbrot könnten wir auch machen. Walnussbrot plus. Wenn ich irgendwann mal die Bohnen habe, kann ich Dorayaki machen. Beziehungsweise, wie heißt das? Dampfnudeln. Warum auch immer. Wir können Rührkuchen machen. Auch nochmal besseren. Gönnung, ne? Gönnung. Diese neuen Möglichkeiten. Was gibt's denn noch? Wir können Nudeln machen, Leute. Das wird wahnsinnig. Vielleicht kriegt mir auch Udon irgendwann mal hin. Vielleicht einfach Mehl und Topf oder so. Zitronenkuchen. Och, Leute, wie geil ist das denn alles hier?
Rezept, Schokolade Plus. Wir können theoretisch, mir fällt gerade ein, ne? Ich habe ja auch, mir fallen da gerade so ein paar Dinge ein. Leute, die Zukunft ist jetzt, ich sag's euch. Oh mein Gott, wartet mal. Ich hab doch jetzt hier, warte mal, kann ich das mal sortieren, bitte? Hier zum Beispiel, ne? Wir haben hier Kakao mit 2 Sternen. Können wir verbessern. Machen wir einfach dann besseren Kakaobaum draus. Genau wie bei Zitrone mit 2 Sternen, Leute. Oh my goodness. Das wird richtig gut. Diese unzähligen neuen Möglichkeiten, die wir jetzt haben. Nice. Ich überlege auch gerade, ob wir vielleicht auch die Spitzhacke verbessern könnten. Ich habe jetzt auch einiges an Edelstein gefunden. Das brauchte man, glaube ich. Und Gold und oh mein Gott. Vielleicht klappt das ja. Mal sehen. Ich glaube, heute müssten auch hier die kleinen Kumpels hier mal endlich fertig sein, oder? Oh yeah, das ist das, was ich sehen wollte. Die behalte ich aber, die Dahlien. Weil die brauchen übelst lange. Das ist mehr als normal lange, übelst lange. Oh, Ernte 22 Arten von Feldfrüchten habe ich erfüllt. Sehr schön. So, da will ich... Eine bessere Spitzhacke ist schon nice, denke ich. Und das erleichtert dann auch das Suchen in der Mine. Ja, wir können ja mal gucken. Heute ist Samstag. Ich hoffe, die haben offen. Die Folge geht auch schon wieder so lange. Nicht gut. Ich brauche immer so lange. Aber ich will jetzt hier nicht. Warte mal, wir machen das noch in dieser Folge. Ich will gucken. Ich will gucken, ob das geht. Lass mal ein bisschen Energie verballern. Also ganz offen und ehrlich. Zack. Oh, ich hatte kein Wasser mehr. Okay. Ja, auf jeden Fall werde ich dann die Zitronen weghauen. Und den Kakao. Und dann gibt es dann im nächsten Jahr dann richtig krasses Zeug, Leute. Ich sag's euch. Ich sag, wie es ist, ne? Ich sag, wie es ist. Verstehst du, was ich meine? Jo. Okay, komm. Energie ist schon leicht aufgebraucht. Wir machen ein Nickerchen bis 12 Uhr. Aufgestanden, Nobby. Los geht's. Wir schauen mal. Die heulenden Höhle. Höhlen. Hi. Gokmir. Hi. Werkzeug verbessern. Geht das? Oh, das geht. Nee, es geht nicht. Oh nein. Habe ich schon die Axt? Anscheinend. Boah, ich brauche... Ich werde wahnsinnig, ne? Ich brauche Eisenerz zum Verbessern. Damit habe ich jetzt irgendwie nicht gerechnet, wenn ich ehrlich bin. Ich dachte, davon habe ich mehr als genug. Lol. Okay, nevermind. Dann gucke ich mir das mal ein anderes Mal an, denke ich. Ich schaue mal, wie lange jetzt noch das Aufbessern kostet. Wie lange das kostet, genau. Deutsch ich gelernt habe, sonst wo, aber nicht hier. Das dauert. Oh, das dauert aber lang. Okay, krass. Ich glaube, ich werde da mal ein bisschen offscreen spielen. Ich weiß gar nicht. Nachdem, wie müde ich nachher bin. Das Tauschfest. Würde ich mir gerne eigentlich angucken am Observatorium. Ist bestimmt schön, aber ich habe eigentlich auch noch ein bisschen offscreen zu spielen. Und dann müsste ich dann wieder warten auf euch. Und ich bin auch manchmal keiner Egoist. Das gebe ich zu. Ich spiele das Spiel halt eben auch gerne so privat für mich. Und. Lasst euch immer an den besonderen Sachen teilhaben. Und das ist eigentlich was Besonderes, aber das Event gibt es nächstes Jahr im Spiel ja auch noch, oder? Ihr wisst schon, oder? Oder? Okay. Gut, dann bedanke ich mich schon an dieser Stelle bei euch fürs Zusehen. Die Folge geht schon wieder mega lang, viel zu lang. Dann ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.